Ich freue mich wirklich, hier Teil heute eures Gottesdienstes zu sein. Denn wie Peter schon gerade gesagt hat, euch als Hoffnungskirche kenne ich schon eine ganze Weile. Damals als Jugendin, ich weiß nicht, wie der Kontakt kam, so weit weg bin ich gar nicht groß geworden. Rheinhessen, Gensingen heißt der kleine Ort. Und irgendwie kam es damals so ein bisschen zusammen. Ich habe damals schon mal ein Seminar noch mitgemacht, das hier mal in der Gemeinde angeboten worden ist. Und ein paar Jugendinnen haben uns irgendwie zusammengetroffen. Und Peter, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich bin tatsächlich durch dich zum Theologiestudium gekommen. Ich weiß, ich habe irgendwann in Paraguay gesessen, habe mein Auslandszivi gemacht. Und ich habe erfahren, Peter, ich kannte ihn davor, Peter hat angefangen, Theologie zu studieren. Und Leute haben mir im Auslandsstudium gesagt, Dennis, könntest du dir das mal überlegen, wäre was für dich? Ich konnte damit nicht viel anfangen. In dem Kontext, in dem ich groß geworden bin, hat keiner Theologie studiert. Da hast du, weiß nicht, das hast du einfach so gemacht. Und dann habe ich Peter geschrieben, habe gefragt, wie ist das so? Und er so, ey, richtig Hammer. Auf jeden Fall. Und habe ich gedacht, okay, gut, dann passt das. Danke, Peter, dass du diese Stimme warst in meinem Leben, sonst wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Meine Frau und ich sind seit 2,5 Jahren wohnen wir jetzt in der Südpfalz, sind in der Erlebgemeinde in Landau. Davor habe ich in Gießen studiert und dort haben wir Gemeindegründung gemacht und dann sind wir irgendwann rübergekommen, hier wieder auf die richtige Rheinseite, wo es ein bisschen wärmer ist und alles etwas schöner ist. Ich bin sehr gern in der Südpfalz. Auf jeden Fall. Die Erlebgemeinde lässt euch ganz herzlich grüßen und ich freue mich wirklich, heute hier zu sein mit euch. Und vor allem freue ich mich sehr, euch mit hineinzunehmen in ein Thema, in ein Buch zu einer Person hin, natürlich zu Jesus, aber zu einer Person, die das nochmal greifbarer macht, in dem Buch Jeremia. Es ist ein Buch, es ist eine Person, die mich vielleicht so fasziniert wie eigentlich momentan, das kann ich euch ganz ehrlich sagen, kaum etwas anderes. Und ich würde gerne mit euch einfach ein paar Blicke werfen. Ich habe mit Peter lang davor überlegt, was soll ich bringen. Ich hatte davor ein paar Sachen aus dem Jeremia-Buch und da habe ich gemerkt, ich glaube, es ist ein bisschen überfordernd, wenn ich einfach mittendrin, genauso einsteige. Ich muss irgendwo am Anfang anfangen, damit wir irgendeinen Zugang bekommen zu dieser unfassbar krassen Person, zu dieser Person namens Jeremia. Und ich stelle mal diese Predigt unter einen Titel, das heißt, mit Pferden rennen. Mit Pferden rennen. Jetzt hast du vielleicht ein paar Fragen. Dennis, warum mit Pferden rennen? Eigentlich reitet man auf Pferden? Das weiß ich auch. Es heißt trotzdem so. Und das klingt jetzt aber, ich weiß, Rennen klingt nicht angenehm. Es klingt anstrengend. Ich weiß nicht, ich mache zwar gerne Sport, aber Joggen und Rennen zählt eigentlich nicht unbedingt dafür. Irgendwie ein paar Gewichte heben ist eine Sache. Das andere ist für eine lange Zeit schnell rennen. Ganz ehrlich, damit kannst du mich jagen. Das macht keinen Spaß, das ist zermürbend. Nach einer Zeit, du brauchst für alles immer wieder Energie und irgendwann willst du aufgeben, du hast keine Lust mehr. Irgendwann ist alles eintönig, zumindest für mich. Vielleicht geht es dir anders. Das heißt, in einer Zeit wie der unseren, die ja nicht gerade angenehm ist, die ja, also da brauche ich ja gar nicht mehr viel dazu zu sagen, das Thema liegt ja ein bisschen da, wie gehen wir um, wie leben wir in einer Zeit wie der unseren, mit all den Spannungen, die wir so haben. Jetzt noch irgendwie was Anstrengendes, irgendwas mit Pferdenrennen, denn warum eigentlich? Warum das Ganze? Und ich würde euch gerne einen Grund dafür geben. Und dafür benutze ich nicht meine Worte, sondern die Worte von einem Menschen, der mich sehr geprägt hat, Eugene Peterson. Ich lese euch mal ein Zitat vor, das mich gepackt hat und das, glaube ich, gut erklärt, warum ich mit euch so sehr darüber reden möchte. Eugene Peterson schreibt, das große Rätsel besteht darin, warum die meisten Menschen so schlecht leben. Nicht bösartig, sondern fade und sinnlos. Nicht grausam, sondern so dumm. Es gibt wenig zu bewundern und noch weniger nachzuahmen bei den Menschen, die in unserer Kultur so prominent sind. Wir haben Stars, auf jeden Fall, die haben wir. Aber keine Heiligen. Berühmte Entertainer belustigen eine Nation von gelangweilten Schlaflosen. Das ist mal ein passender Begriff. Leute, ziellos und gelangweilt, vertreiben sich selbst die Zeit mit Trivialitäten und Müll. Weder die Abenteuer des Guten noch das Streben nach Gerechtigkeit macht heute die großen Schlagzeilen mehr. Darum bleibt die Frage, in Klammern seit all den Jahrhunderten, warum leben die meisten Menschen nur so schlecht? Und bevor du dich jetzt sehr gut dabei fühlst, weil du endlich deine Meinung bestätigt fühlst,
ich könnte das nicht sagen, dass das Menschen betrifft, die außerhalb der Kirche Jesu sind und das ganz anders läuft innerhalb der Kirche von Jesu. Weiß ich nicht. Ist nicht meine Erfahrung. Ende 2019 lag ich abends in meinem Bett, schlaflos, wusste nicht, was ich machen sollte, also habe ich angefangen, ein Buch zu lesen, dieses Buch von Eugene Peterson, das heißt ganz passend Running with the Horses, mit Pferden rennen, also so kreativ war ich damit gar nicht. Und es hat mich gefangen genommen, er reflektiert über diesen Propheten namens Jeremia. Und es hat mich gepackt, ich weiß, ich habe da abends gelegen, ein bisschen Licht und das Buch, und es hat was mit mir gemacht und ich war schon Pastor, ich habe... Wie viele Stunden der Woche gehen für meinen Dienst drauf? Ich bin da gerne dabei. Und dieses Buch hat mich gepackt, dieses Zitat hat mich gepackt. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Und es klingt jetzt ein bisschen verrückt vielleicht, aber ich ermutige dich, den gleichen Fehler zu machen wie ich. Ich habe die Bibel in die Hand genommen und ich habe angefangen, Jeremia aufzuschlagen, dieses Buch im Alten Testament, das übrigens das längste Buch der Bibel ist, wenn wir die Psalmen einmal rausnehmen. Diesen Jeremia habe ich mir gepackt und habe angefangen zu lesen. Und dann zu lesen und dann nochmal zu lesen, weil es so komplex ist. Und dann wieder zu lesen und so hänge ich da irgendwie drin und komme da auch seit anderthalb Jahren nicht so ganz raus. Es gibt zwischen noch andere Bücher, die ich lese, aber irgendwie hänge ich da drin, in diesem Buch namens Jeremia. Und es macht etwas mit mir, was ich ganz selten erlebt habe. Wir hatten dazu schon eine ganze Reihe in der Erlebtgemeinde, eine ganze Predigtreihe dazu und ich merke, das ist unfassbar. Die längste Zeit meines Lebens hätte ich mit diesem Buch Jeremia überhaupt nichts anfangen können. Auf einmal wirkt das so krass auf mich. Was ist da nur los? Und so wirft es mich immer wieder hin und her. Das Buch Jeremia, ich hoffe, das spürt ihr wenigstens ein bisschen, das hat mich gepackt und ich würde dir gern aufmalen, warum ich glaube, dass es so wichtig für uns alle heute hier ist. Ich habe eine Frage. Kennt jemand von euch hier die sogenannte Wim Hof-Methode? Kennt ihr jemand hier? Ah, ein paar. Ja, der Rest von euch sind Frischlinge, sehr gut, da kann ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Wim Hof ist ein Niederländer, er ist inzwischen weltweit bekannt und er ist bekannt als der sogenannte Iceman. Ganz dramatischer Name. Der Typ ist unfassbar. Er ist, glaube ich, inzwischen knapp 60. Der Typ ist der Wahnsinn, er hält, ich weiß nicht wie viele Weltrekorde, mehr als 20 auf jeden Fall. Und was diesen Iceman so auszeichnet ist, er macht diese abgedrehten Weltrekorde. Er läuft einen Marathon in der Tundra, barfuß und mit Shorts und Oberkörper frei. Damit läuft er einen Marathon. Er sitzt über 2 Stunden in Eiswasser. Er taucht sehr lange, aber nicht einfach so wie jeder normale Mensch im Becken, sondern unter Eispacken hindurch. Es ist Wahnsinn, was der Typ macht und wenn man ihn sieht, er ist einer der fittesten Menschen wahrscheinlich, die es gibt. Und bei ihm wird jetzt wissenschaftlich festgestellt, das, was er geschafft hat, diese Technik, die er hat, die macht ihn auf eine Art und Weise widerstandsfähig. Das ist kaum nicht messbar, also es ist unfassbar, was da zu messen ist bei ihm. Und er hat eine Technik entwickelt, die hat ganz viel damit zu tun, tief zu atmen und eiskalt zu baden. Tief zu atmen, eine bestimmte Technik und dann eiskalt zu baden. So, Werbeblock für Wim Hof Methode einmal aus. Warum erzähle ich euch das? Vor einigen Jahren waren meine Frau und ich wahrscheinlich in den schwersten Kämpfen unseres bisherigen Lebens. Wir waren frisch verheiratet, Gemeinde gegründet, auch nicht unbedingt der leichteste Job, den man manchmal so hat, aber ein schöner Job. Und wir sind durch eine sehr schwere Zeit gegangen. Meine Frau litt viele Jahre unter schweren Depressionen. Wir hatten noch einen Nebennierentumor mit dabei und verschiedene andere Erkrankungen. Und ich war Mitte, Ende 20 und ich konnte nicht mehr. Fertig. Das hätte so nicht sein sollen. Also Gott, ich heirate, das war jetzt dein Weg, ich habe mich nicht davor gedrückt, vor Verantwortung. Ich gehe in den Dienst, ich gehe in eine Berufung, die du gehst, so viele Sachen funktionieren jetzt so. Was soll das? Ich war durch. Nicht, weil irgendwas wahnsinnig schlecht gelaufen ist, weil jemand mir komisch kommt, weil ich einfach sage, wir können das nicht mehr, es geht nicht mehr. Und es wurde nicht einfach besser, wir reden ja nicht von 3 Monaten, die mal schwer sind, wir reden von Jahren. Und keine Besserung in Sicht, ganz egal, was du machst. Und Gott sei Dank hatte ich einen Mentor an meiner Seite,
der kam zu mir und hat neben vielen wichtigen geistlichen Impulsen in meinem Leben Folgendes gesagt. Er hat mich die gleiche Frage gestellt, wie ich euch gerade. Dennis, kennst du eigentlich Wim Hof? Und ich so, was soll das jetzt? Dennis, neben all den Sachen, die wir sonst besprochen haben und ne, neben all den Sachen, für die wir beten, du bist innerlich so in dich hineingezogen. Du trägst so viel Wut in dir herum über diese Situation. Da müssen wir einen zusätzlichen Weg dazu finden. Und ich gebe dir jetzt eine Aufgabe. Du machst folgende Atemübung und dann gehst du morgens und abends eiskalt duschen. Und wenn du mich jetzt näher kennen würdest, wüsstest du irgendwann spätestens von mir, es gibt nichts Schlimmeres für mich als eiskalt duschen. Ich liebe eine heiße Dusche, der Spiegel danach im Bad muss beschlagen sein, dann war es richtig. Ja? So muss man baden, Leute, dafür liebe ich die Zivilisation, heiße Duschen. Und jetzt kommt der Typ daher und sagt, Dennis, mach das. Und ich hatte überhaupt keine Lust. Man munkelt, es gab auch Schreie bei uns zu Hause, wenn ich da morgens da unter die Dusche gegangen bin. Aber ich weiß nicht, wer das war. Aber ich musste das machen. Jemand hat es mir gesagt. Ich so, okay, mache ich halt. Morgens aufstehen, abends eiskalt duschen. Ich habe es nicht gemocht. Ich mag es immer noch nicht, wenn ich es mache. Aber ich habe gemerkt, etwas passiert in mir. Und ich könnte jetzt lange über die körperlichen Konsequenzen davon reden, das ist gerade egal. Mir geht es nicht um Wim Hof. Aber wenn du mich jetzt irgendwie mal gesehen hast und mal überlegst, krass, da geht jemand hin, wird immer eiskalt geschockt, eiskalt geschockt, eiskalt geschockt. Und etwas in dir weckt auf, wacht auf. Dann hast du, glaube ich, jetzt ein gutes Bild dafür, was dieses Buch Jeremia in der Bibel bedeutet. Was dieser Prophet namens Jeremia, den du vielleicht noch gar nicht kennst, was gar nicht schlimm ist, eigentlich mit dir machen möchte. Dieses Buch Jeremia, diese unfassbar vielen Kapitel, haben eigentlich einen Zweck. Dich und mich eiskalt zu schocken. Aber durch diesen Schock, durch dieses immer wieder konfrontiert werden mit etwas, kann etwas in dir und in mir gesund und heil werden. Und manchmal brauchen wir das, dieses eiskalt geschockt werden. Das Buch Jeremia zu lesen ist nicht angenehm, aber es ist heilsam. Jeremia verhätschelt uns nicht. Er schaut dich nicht an, Dennis, du bist eigentlich ganz nett. Und ja, da gibt es so ein paar Kleinigkeiten in deinem Leben, da müssen wir nochmal gucken, aber dann sehen wir mal und sonst ist alles gut. So ist Jeremia überhaupt nicht. Jeremia knallt dir und mir einiges vor, genauso wie er den Menschen damals einiges vorgeknallt hat. Und nach all der Zeit, die ich im Buch Jeremia inzwischen verbracht habe, von dem, was ich bisher erkannt habe, ist eines. Jeremia lebte anders als ich und wahrscheinlich auch als du. Ich habe das Gefühl, er lebte richtig voll. Und damit meine ich nicht einen vollen Terminkalender, sondern echt. Ich habe das Gefühl, er fährt mit 120 über die Autobahn, während ich so mit 30 durch die Dörfer kurbel und übermal so eine Frühstückspause mache und dann Kaffeepause und so weiter. Und das hat nichts mit dem vollen Terminkalender zu tun, das hat auch nichts, wie es in unserer Kultur so gerne ist, mit Hyperproduktivität zu tun. Jeremia lebte anders und ich würde euch gern mit hineinnehmen, was das bedeutet. Ich glaube, er rannte in seinem Leben mit Pferden. Und wir brauchen dieses Buch. Wir brauchen jemand, der das macht auf so eine unfassbare Art und Weise. Gerade wenn du die Propheten liest, was ja heutzutage immer schwieriger wird, weil es uns manchmal so fremd ist, das sind Poeten. Und die knallen dir Backpfeifen gegen die Ohren mit ihrer Poesie, wie sie versuchen, dir ein dramatisches Bild zu malen und sagen, wach auf, wach bitte auf. Es ist sein Leben und es sind auch seine Tränen. Er wird auch der weinende Prophet genannt und das sagt so einiges. Der weinende Prophet und seine Verzweiflung, die machen etwas mit einem. Und wann immer ich ihn lese, denke ich mir, boah, das ist so krass und das ist so schräg, dass er sich da so darüber aufregt, so das so zu Herzen nimmt. Aber vielleicht denkt er richtig und ich zu wenig. Vielleicht sollte ich mehr mit ihm weinen, statt mir die nächste Ablenkung zu suchen. Vielleicht. Und ich gebe zu, und wenn wir jetzt gleich uns hineinschmeißen, dass Jeremia malt uns hier kein angenehmes Leben. Er malt uns aber ein volles Leben, ein echtes Leben. Und dazu möchte ich dir Mut machen, wenn du auch nur ansatzweise etwas vorhin bei diesem Zitat gespürt hast. Und die Frage, die vor ihm stand, steht vor uns allen. Wie um alles in der Welt willst du leben?
Und willst du spazieren gehen oder willst du rennen? Willst du angenehm leben oder willst du einen Platz finden, wo du den Lauf läufst, für den du gemacht bist? Und jetzt starten wir einmal hinein. Ich nenne mal den ersten großen Punkt, wo ich versuche, uns den Propheten näher zu bringen. Renne oder du stirbst. Renne oder du stirbst. Wir Menschen waren damals und wir sind es heute immer noch. Wir sind in einer Sache unfassbar gut. Und wir sind darin gut in folgender Sache. Wir sind gut darin, die wahre Bedrohung unseres Lebens zu ignorieren. Wir sind unfassbar gut darin, die wahre Bedrohung unseres Lebens eiskalt zu ignorieren. Und das hat auch damals das Volk gemacht. Von Anfang an im Buch Jeremia, er ist ein Prophet zu einer Zeit, wo das ganze Volk eigentlich auf dem Abwärtsgang ist. Alles zerbricht Stück für Stück. Das ehemalige Volk Israel hat sich schon zersplittert in zwei große Reiche. Alles geht bergab. Das ist die Stimmung. Und jetzt taucht der Jeremia hier auf und er hat von Anfang an eigentlich eine Botschaft. Und diese Botschaft lesen wir in Kapitel 11, den Vers 17. Dort heißt es folgendes. Wer mitlesen möchte, Jeremia 11, Vers 17. Das war vollkommen klar. Der Herr, der Allmächtige, der dich pflanzte, hat deinen Untergang beschlossen. Denn du hast ihn gereizt und dem Baal, also einem fremden Gott, hast du Weihrauch verbrannt. Das ist nun die Folge der Bosheit der Leute von Israel und Juda. Gott hat deinen Untergang beschlossen. Das war die Botschaft von Jeremia. Versteht ihr, das ist keine nette Predigt. Und seine Aufgabe bestand jetzt darin, das war die ganze Zeit klar, seine Aufgabe bestand darin, die Menschen um ihn herum aufzuwecken für diese Realität. Gott wird hier etwas kaputt machen, versteht ihr das? Und jetzt wacht endlich auf. Wacht auf, denn hier geht etwas zu Ende. Und entweder geht es mit dir zu Ende oder du wendest dich irgendwie ein Stück weit davon ab. Seine Aufgabe war es, die Emotionen auszudrücken, die alle anderen am liebsten ignoriert haben. Seine Aufgabe war es, zu weinen für da, wo Menschen nicht mal ansatzweise Trauer verspürt haben. Er hat versucht, an sich, das war oftmals die Aufgabe des Propheten, etwas zu verkörpern, wo alle anderen gar kein Problem mit haben. Während alle noch so machen, springt er schon schreiend von einer Brücke und sagt, Leute, ihr spinnt doch. Und das ist kein angenehmes Leben. Und die Gesellschaft damals um ihn herum war von einer Sache besessen, von einer Botschaft. Und diese Botschaft, die kennen wir alle. Jeder, der im Internet auch nur ansatzweise unterwegs ist, kennt folgende Botschaft. Eigentlich ist alles gut. Eigentlich ist alles gut. Klar, das sind gerade viele schwierige Sachen und die Corona-Pandemie und all die Sachen. Aber eigentlich ist soweit alles gut. Solange das nächste Amazon-Paket ankommt, ist eigentlich alles gut. Das war damals das Königshaus. Es gab ein Königshaus in diesem Land und die waren davon besessen, das System am Laufen zu halten. Sie hatten eigentlich einen Feind, das riesige Weltreich Babylon. Ja, die waren ja auf dem Vorzug. Die standen schon so gut wie vor den Toren und ständig gab es Probleme. Und der Untergang war so gut wie da, aber alle taten noch so, als wäre alles gut. Hauptsache die Leute kaufen weiter, sie machen alles weiter. Denk ja nicht drüber nach, was schief gehen könnte. Es ist eigentlich alles gut. Das System wollte nicht wahrhaben, was da vor sich geht. Und wenn du anfängst, langsam Parallelen zu finden zu unserer Zeit, dann willkommen im Club. Lieber an ein paar hoffnungsvollen Prognosen festhalten. Hauptsache irgendwie noch das Gefühl haben, alles wird irgendwie gut. Aber vielleicht werden Dinge nicht einfach nur wieder gut. Und darum war es Jeremias Aufgabe, zu trauern, zu weinen, zu schreien. Er wusste nicht mehr, was er machen sollte und zu sagen, Leute, wacht auf. Hier passiert etwas. Und wenn du das ignorierst, dann stirbst du. Was bedeutet das für dich und mich? Was ist die Gefahr in deinem und in meinem Leben? Und ich rede jetzt hier nicht von einer Pandemie, ich rede auch nicht von der Weltwirtschaftskrise oder sonst irgendwas. Was ist die größte Gefahr in deinem und in meinem Leben? Ob du jetzt hier regelmäßig in der Kirche bist und Jesus kennst oder noch gar nicht und heute neu hier bist. Was ist die größte Gefahr? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem tschechischen Autor, der es, glaube ich, unfassbar gut ausdrückt. Vítězslav Gadavský schreibt Folgendes. Die schreckliche Bedrohung ist,
dass wir früher sterben, als wir es eigentlich tun sollten. Bevor der Tod eine natürliche Notwendigkeit ist. Der wahre Horror des Lebens besteht in einem vorzeitlichen, in einem unreifen Tod. Diese Art von Tod, nach der wir noch Jahre und Jahre weiterleben. Die größte Gefahr in deinem und in meinem Leben ist, unabhängig davon, dass wir wirklich sterben können, dass du in deinem Leben eigentlich lebst, aber eigentlich tot bist. Und ich rede jetzt hier nicht von, du glaubst, was wir hier gesungen haben, sondern ein völlig belangloses, bedeutungsloses Leben führst. Weil das kannst du auch tun, wenn du sonntags morgens hier bist oder ab und zu mal irgendeine christliche Versammlung besuchst oder sonst irgendetwas. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Die wahre schreckliche Bedrohung ist, wenn du lebendig tot bist, lebst und irgendwie doch nicht lebst, an einem Ziel vorbeiläufst. Worin besteht das? Und das musste damals Jeremia diesen Leuten sagen. Und ich zeige euch jetzt mal, ich nehme euch mit hinein in eine Stelle, die so derb ist, damit wir verstehen, was Jeremias Aufgabe war. Und dann werde ich uns hoffentlich zeigen können, dass das unser Leben ist, in das er hineinspricht. Und ich muss euch warnen, ja, der Jeremia nimmt kein Blatt vor den Mund. Jetzt wird's derb, wie er die Menschen um sich herum, seine Nachbarn und Freunde beschrieben hat. Ja? Das ist das, wenn wir die Propheten im Alten Testament anpacken, dann wird es halt so. Ihr dürft, wer mitlesen möchte, da kann mit mir lesen, Jeremia 2, 23 bis 25. Es ist eine der ersten großen Botschaften seines Lebens. Jeremia 2, die Verse 23 bis 25. Er sagt zu den Leuten um ihn herum Folgendes. Wie kannst du nur sagen, ich bin nicht befleckt, ich hatte nichts mit Götzen zu tun? Das sagt er seinem Volk, seinen Nachbarn. Wie kannst du das nur sagen? Schau auf dein Treiben im Tal, denk über deine Taten nach. Du brünstiges Kamel, du läufst ständig hin und her. Du bist wie eine wilde, eine heiß gewordene Eselin, an die Wüste gewöhnt. Vor lauter Gier schnappt sie nur nach Luft, in ihrer Brunst ist sie nicht zu bremsen. Erspare deiner Kehle bitte den Durst. Doch du sagst immer, nein, verdammt nochmal, ich brauche das nochmal. Wenn du das hörst, verstehst du, warum Jeremia nicht so viele Freunde hatte. Wer wird gerne als brünstiges Kamel bezeichnet? Ich auf jeden Fall nicht. Und das ist krass. Ich meine, okay, wie müssen die damals gewesen sein? Aber ich möchte dir eine Sache sagen. Je mehr ich diese Worte in mir durchgehen lasse, möchte ich euch eine Sache sagen. Ich glaube, ich finde kein besseres Bild dafür, um zu beschreiben, wie ganz viele von uns und mich eingeschlossen häufig mit unserem Smartphone umgehen. Wie ein brünstiges Kamel. Jemand steht auf, innerhalb von 3 Sekunden, Blick rechts, Blick links, packst du irgendwo, weil du nicht zufrieden bist, damit einfach alleine sitzen zu können. In deiner Gegenwart und wenn du willst, auch Gottes Gegenwart. Wenn ich beschreiben müsste, wie so viele von uns, und ich nehme mich da gar nicht raus, so viele von uns mit den Dingen... Oh meine Güte, ich muss mich daran gewöhnen, dass hier ein Mikro ist. Umgehen, dann ist eine Eselin, die ständig voller Brunst schreit, gar nicht so anders. Wie mein Gefühl, abends nach Hause zu kommen, wow, war ein langer Tag, jeder schläft schon bei mir zu Hause, womit lenke ich mich gerade ab? Und das sagt gar nichts, mir geht es gar nicht darum, alles schlecht zu reden, überhaupt nicht. Meine Güte, wir leben in einer Zeit, wo wir auch Technologie haben und das ist auch okay. Aber unsere Herzen sind so voller Belanglosigkeiten. Ich bin erschrocken darüber. Und ich bin bestimmt nicht der Einzige. Ich kann es gar nicht sein. Wir ignorieren, wie intensiv das Leben ist. Und wir haben nicht mehr so viele Jeremias, oder die uns das irgendwie präsentieren und sagen, Leute, ich meine, manche von euch kennen das, wenn du in der Wirtschaft unterwegs bist, gibt es auch diese emotionalen Videos, wo irgendein erfolgreicher Manager dir sagt, hör auf, deine 20er zu verschwenden, mach jetzt stattdessen das. Aber wo passiert das noch? An wie viel Belanglosigkeiten bist du in deinem Leben dran? Und während das Leben so intensiv ist und Deutschland und Europa und all da überall so viele komplexe, schwierige Fragen sind,
Während deine engste Beziehung, vielleicht deine Ehe, immer nur 2 Fehltritte davon entfernt ist, dass alles in die Brüche geht, spielen wir selbst auf dem Klo Candy Crush, warten auf das nächste Amazon-Paket, und das muss am besten morgen ankommen, suchen schon das nächste Auto, obwohl das alte noch gar nicht so verkehrt ist, oder warten vielleicht, wenn es mal ganz nobel ist, auf die nächste Beförderung. Versteht ihr? Womit sind wir so vollgesogen? Es ist unfassbar. Alles keine schlechten Dinge. Alles hat in gewissem Maße, ist das völlig okay. Es geht mir nicht darum, alles schlecht zu reden. Aber auch die Menschen damals mussten sich sagen lassen, viel zu schnell wird aus einem netten Gerät, aus einer netten Sache, wird ein Ungeheuer, das dich auffrisst von innen. Und ich bin entsetzt davon, wie viel man singen kann und wie viel man Gutes sagen kann, die richtigen Sätze wiederholen kann, aber eigentlich immer noch voller Belanglosigkeiten lebt und davon vollgesogen ist. Die tiefsten Gefühle, die manche von uns haben, ist das Gefühl, oh, ich habe gerade, wo ist mein Handy? Oder, oh krass, morgen kommt endlich das neue Paket an. Und die Frage ist, wo soll das Rückgrat herkommen, dass du irgendwann den schweren Situationen im Leben wirklich begegnen kannst? Und ich sage das mal vor allem in die Generation, meine Generation und jünger. Manche von euch haben schon von früh auf viel zu tragen gehabt, aber viele bei weitem nicht so viel wie manche über euch. Verantwortung war nicht immer das größte Thema, ist auch nicht mehr in unserer Gesellschaft. Echte Beziehungen, manche Dinge werden dich so an den Rand bringen. Verantwortung bringt dich manchmal so an den Rand. Aber du landest dort nicht einfach irgendwann so. Du musst damit anfangen. Und wann bist du dafür bereit? Wann triffst du eine Entscheidung dafür zu sagen, ich halte Dinge aus, auch wenn Dinge sehr, 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 sehr schwer werden. Und ich denke, ich drehe bald durch. Ein triviales Leben kann großem Gegenwind niemals standhalten. Gelenke, die nie gelernt haben zu rennen, werden niemals schwere Lasten tragen. Manchmal, glaube ich, wäre es besser für mich und für uns alle, statt abends die nächste Serie anzumachen, einen Abend wenigstens mal, einen Abend im Jahr mit Jeremia zu weinen über diese Welt, über den Schmerz in dieser Welt und über die Situation, in der wir leben. Wir sind irgendwie, wie Eugene Peterson sagt, gelangweilte, schlaflose. Und ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich will nicht mehr mit Menschen unterwegs sein. Ich will mit mir selbst nicht mehr unterwegs sein. Wenn ich denke, wenn das wahr ist, was wir hier alles gesungen haben, wenn das wirklich wahr ist, dann warum? Warum? Warum hängt mein Herz an so vielen anderen Dingen? Und wieso schaffe ich es irgendwie nicht, diese Schritte zu gehen, davon irgendwie anders mitzugehen? Versteht ihr, die größte Gefahr, und das ruft uns Jeremia seit den Jahrhunderten zu, damals und heute, die größte Gefahr deines und meines Lebens ist nach all den Schwierigkeiten nicht die Corona-Krise und nicht die Weltwirtschaftskrise oder der Untergang deiner Firma oder sonst irgendwas. Das sind schwierige Sachen, keine Frage. Die schwierigste Sache aber für dich ist, die größte Gefahr, lebst du und rennst du oder stirbst du? Lebst du belanglos, ohne dass etwas wirklich Gewicht hat? Und ich meine nicht, du musst mehr Projekte tragen oder noch mehr Dienste machen. Manche von euch wahrscheinlich, wenn es so läuft wie in jeder anderen Gemeinde, ein paar von euch tragen eher hier und sie sollten eher lernen, Nein zu sagen. Aber das hat damit nichts zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie viele Projekte du hast. Jeremia sagt uns eine Sache. Und wir werden jetzt ein Stück weit sehen, was das heißt. Ein Leben voll in der Gegenwart Gottes. Ehrlich, echt in der Gegenwart Gottes. Nicht die richtigen Dinge sagen. Nicht fromme Dinge sagen, sondern echt leben. Echt im Bewusstsein, dass Gott hier ist und dass mein jeder Moment, den ich habe, irgendwie Bedeutung hat. Und jetzt würde ich gerne mit euch ein bisschen ausloten, was das heißt. Ich habe gerade gesagt, renne oder du stirbst. Das ist eine Entscheidung, die du zu treffen hast. Wie will ich leben? Und jetzt ist die Frage, warum tun wir das so häufig nicht? Wir finden 1000 Gründe, nicht zu rennen. Und
drei der allerhäufigsten Dinge sind Leid, Konflikte und Widerstand. Ich habe mal ein bisschen reingespäht. Ich weiß, Peter, du hast, glaube ich, vor 2 Wochen hier eine Predigt gehabt zu Berufen, um zu leiden. Ich glaube, das legt dafür ein sehr gutes Fundament. Leid trifft unser Leben. Punkt, aus, fertig. Manche früher, manche später, manche viel zu häufig. Es kommt meistens überraschend. Das kann die Diagnose sein, das kann ein Beziehungsbruch sein, das kann alles möglich sein. Das können die Fehler sein, die du aus von der Vergangenheit mitschleppst. Aber Leid trifft dein Leben. Und dann bist du immer in der Frage, was machst du jetzt mit den Dingen, für die du da bist? Was machst du mit der Verantwortung für deine Familie? Was machst du mit der Verantwortung für die Dinge, die du trägst? Und Jeremia war vor dieser Herausforderung. Und schaut mal, hier in Kapitel 11, da ab Vers 18, wir lesen einfach mal die nächsten paar Verse weiter. Er schaut auf einmal um, er ist mitten im Dienst, ich weiß gar nicht, was er alles gesehen haben muss. Jetzt schreibt er Folgendes. Der Herr ließ es mich wissen und da wusste ich es. Damals ließ er mich das Treiben meiner Nachbarn durchschauen. Ich war wie ein zutrauliches Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Ich wusste nichts von ihren Plänen gegen mich und so weiter und so fort. Er steht dort, er ist mitten im Einsatz und er merkt, alles arbeitet gegen mich. Später heißt es in den Versen, selbst deine Brüder und deine Verwandten verraten dich. Das war seine Situation. Also eine Leitsituation, die ich kaum nachempfinden kann. So krass, wenn alle auf einmal gegen dich stehen, steht er dort. Und jetzt könnte ich denken, meine Güte, jetzt müsste man Verständnis für diesen Kerl haben. Jetzt. Und jetzt schauen wir aber mal inmitten dieser Krise seines Lebens. Wenn alles auf einmal schief steht, was macht Gott mit ihm? Und das ist so anders. Ich lese hier einmal Kapitel 12, die Verse 5 bis 6. Jeremia heult ihm vor, was er tut, was er nicht mehr kann. Er sagt, Gott, ich will nicht mit dir darüber reden, aber ich muss darüber reden. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und in der Situation hätte ich jetzt gesagt, Jeremia, du brauchst eine Seelsorge. 2 Jahre, wir nehmen dich raus. Du gehst in eine Therapie und versteh mich nicht falsch, meine Frau und ich haben sehr davon profitiert. Ja, wir müssen oft so viel aufarbeiten in uns. Wir müssen innerlich heil werden. Das hätte ich aber Jeremia auch gewünscht. Ich hätte gesagt, Jeremia, auf, wir müssen da jetzt mal gucken, dass du innerlich gesund werden kannst, dich aufrichten kannst. Aber Gott ist so anders, denn er spürt bei Jeremia eine Sache und das ist Selbstmitleid. Zynisch werden. Und Gott wird so etwas nicht zulassen. Und deswegen redet er hier mit Jeremia, Verse 5 und 6 in Kapitel 12. Und das, ihr Lieben, das ist für mich Wahnsinn. Das ist irgendwie Gottes Mathematik mit Menschen. Jeremia, Kapitel 12, die Verse 5 bis 6. Jeremia, wenn du mit Fußgängern schon läufst und sie dich jetzt schon ermüden, wie willst du dann den Lauf gegen Pferde bestehen? Wenn du dich nur im Land des Friedens sicher fühlst, wie wirst du dich dann im Jordan-Dickicht verhalten, in Klammern da, wo auch Löwen sitzen können? Jeremia, du bist gerade am Anfang von der Reise, die ich mit dir mache. Und du weinst jetzt schon, weil der Druck hoch ist, weil du abends Angst hast, zu schlafen zu gehen, weil du nicht weißt, was passiert. Davon wirst du mir jetzt schon sagen, du willst nicht mehr und du kannst nicht mehr. Wenn du davon schon müde bist, wie willst du eigentlich das Leben leben, für das ich dich berufen habe? Wenn du schon von kleinen Anfeindungen schon eingeschüchtert bist, wie willst du dann erst den Lauf, wie willst du in der wirklich gefährlichen Situation stehen? Man könnte jetzt auch mithören, natürlich, je nachdem, was das für Gemeinden in dieser Zeit bedeutet, wenn manche Komplikation jetzt schon schwierig ist für uns und ganz schwer zu verdauen ist, was würde das für andere Christen in anderen Zeiten heißen? Aber das nur mal auf der großen Ebene gedacht. Ich würde gern zurückkommen zu der kleinen Ebene, die wir uns alle trifft. Jeremia, ich lasse es nicht zu, dass du in Selbstmitleid badest und dich deswegen zurücknimmst. Die gefährlichen Situationen in meinem Leben sind, wenn ich denke, das sollte anders laufen. Es mag Momente geben, man munkelt, da bin ich nicht der netteste Ehemann, den es auf der Welt gibt. Wir leben so wie alle anderen. Ich komme nach Hause, meine Frau fragt, kannst du mir helfen? Ich sage nein, so leben wir. Und das ist nicht immer die beste Antwort. Und ich kenne den Moment so tief. Eine Spannung liegt in der Luft, ein Konflikt ist da oder ein Leid trifft dich.
Und was mache ich? Ich will mich zurücklehnen, denken, weißt du was, jetzt ist mir alles egal. Macht doch, was ihr wollt. Ich habe auch heute Abend nichts mehr. Ich fliehe vor Gott. Ich ziehe mich zurück. Mir reicht's. Und Gott wird ganz häufig manchmal den Finger in die Wunde legen und sagen, warte mal, du ziehst dich jetzt hier nicht zurück. Du ziehst dich nicht aus dem Versprechen zurück, das du gegeben hast. Hast du mich verstanden? Du hast ein Versprechen gegeben, du wirst Treue leben. Also ziehst du dich davon nicht zurück. Du hast versprochen, diesen Weg zu gehen in deiner Berufung und jetzt ziehst du dich jetzt nicht zurück. Nicht so einfach. Nicht auf diese Art. Ich würde dich darum bitten, dass du dir mal etwas vorstellst und wenn du willst, kannst du dafür deine Augen zumachen. Ich würde dir einfach nur, dass dein inneres Auge einmal etwas vor Augen hat. Stell dir ein wildes Pferd vor, so ein englisches Vollblut oder einen weißen Araber und er rennt und seine Muskeln und Lenden, die spielen, der Wind flattert durch die Mähne. Man hört manchmal das laute Wiehern und die Augen brennen voller Energie und Feuer. Stell dir das vor. Im Galopp. Hin und her. Und jetzt stell dir vor, wenn du das siehst vor deinem inneren Auge, stell dir vor, du rennst daneben. Nicht hinten dran, nicht einmal ganz kurz. Du rennst neben einem Pferd mit 80 km/h und du wirst nicht müde. Es ist anstrengend, aber du wirst nicht müde. Weil dir etwas Energie gibt und du spürst, wie der Wind auf dein Gesicht trifft und du merkst, ich renne. Und es ist anstrengend, aber erfüllend, denn genau dafür bin ich gemacht. Wenn du möchtest, darfst du jetzt natürlich auch deine Augen wieder aufmachen. Aber Gott sagt, Jeremia, das wünsche ich mir für dich. Das ist mein Plan für dich. Und Gott sagt es dir, das ist mein Plan für dich, unabhängig davon, in welcher Aufgabe das ist, in welcher Berufung das ist. Aber ich möchte, dass du voll und ganz lebst. Und es hat nichts damit zu tun, die richtigen Antworten zu haben. Alles schön theologisch, immer die richtige Antwort zu haben. Es geht darum, echt in der Gegenwart Gottes zu leben. Echt voll. Und immer wenn ich merke, das stößt mir etwas auf, dann bringe ich es dorthin und ich lebe es voll. Und ich lasse mich nicht davon zurücktrennen, nicht zurücktrennen von Gott, ganz egal, was in meinem Leben steht. Im Durchschnitt zu leben ist so einfach, es ist angenehm, aber nicht erfüllend. Mit jedem Jahr etwas mehr Luxus, etwas mehr Religion, wenn man es so nennen möchte. Es ist einfach, aber nicht besser. Entspannter, aber nicht erfüllender. Es gibt gute Gründe dafür, weniger zu arbeiten. Es gibt sehr gute Gründe dafür, auch mal einem Projekt Nein zu sagen. Aber es gibt keinen einzigen Grund dafür, warum wir alle nicht 24 Stunden an 7 Tagen der Woche in der Gegenwart Gottes leben. Ich bin Pastor, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich sonst arbeite, keine Ahnung. Das macht gar nichts, sagt nichts darüber aus, wie sehr du in der Gegenwart Gottes lebst oder nicht. Nichts. Ehrlich, immer wieder alles, was ich fühle, vor Gott zum Ausdruck zu bringen und zu merken, da passiert etwas. Jeremia sagt uns, so müsst ihr leben. Oder was macht ihr da eigentlich? Dafür musst du kein vollangestellter Missionar sein. Die engste Freundin meiner Frau ist, ich glaube, jetzt gerade 30 geworden. Und ich muss euch eins sagen, es gibt Menschen wie sie, da habe ich das Gefühl, die rennen mit Pferden. Seit 5 Jahren nur schwierige Diagnosen im Krankenhaus, eine Krankheit nach der anderen, eine Horrordiagnose nach der anderen. Ich drehe fast durch, nur wenn ich die Sprachnachrichten höre. Aber ich habe das Gefühl, da rennt jemand und gibt nicht auf. Und es hat nichts damit zu tun, fromme Sätze zu sagen. Ja, alles gut, alles gut. Es geht nicht um alles gut, es geht um Echtheit. Und diese Realität Gottes ernst zu nehmen. Und ganz egal, was mir so wehtut, ich finde irgendwie einen Halt und ich finde Frieden und ein Frieden, der meinen Schmerz übersteigt in Gott. Und ich muss das nicht ignorieren. Es gibt diese Menschen, vielleicht kennst du sie. Und sie können jung sein, sie können alt sein. Aber du hast das Gefühl, eine Scheibe von denen würde deinem Leben schon etwas machen. Das ist Rennen. Menschen, die Gott so ernst nehmen und auch lachen können und auch Freude haben können. Aber das so ernst nehmen können. Und ich kann dir gar nicht sagen, was das im Einzelnen alles heißt, das sprengt diese Predigt. Aber
Aber ich wünsche mir und ich wünsche euch allen mehr davon, weil ich sowas von davon genervt bin, zu merken, dass ich eine Sache glaube, aber eigentlich nichts davon in meinem Leben spüre. Nichts von dem Schönheit, nichts von dem Frieden spüre. Und es hat häufig damit zu tun, dass ich nichts von dem rauslasse, wie Jeremia es tut, bei Gott immer wieder neu. Und zu merken, Gott nimmt das ernst und er geht damit um. Und darum frage ich dich einfach nur, bist du bereit zu rennen? Und damit du das jetzt nicht hörst, und damit bin ich jetzt auch wirklich fast am Ende, oder so gut wie am Ende, damit du jetzt nicht denkst, Dennis, willst du mir jetzt einfach nur weiter Druck machen? Muss ich das jetzt hören? Ich muss weitere Dinge machen? Das will ich gar nicht. Denn das christliche Leben ist ja deswegen so wunderschön, weil es nicht nur darum geht, was du leistest. Es geht am Ende nicht darum, zu werden wie Jeremia. Es geht darum, auf den einen zu schauen, der noch viel mehr ist als Jeremia. Und das ist Jesus Christus, von dem wir heute die ganze Zeit singen, zu dem wir beten, der unsere einzige Hoffnung ist. Und Jesus ist vor dem Leid nie weggeschreckt. Er hat sein Kreuz auf sich genommen. Er hat gesagt, ich trage die Last, die du niemals tragen kannst. Ich trage deine Schuld, die du nicht tragen kannst. Aber dann hat er auch etwas gesagt, und das hören wir nicht so gerne. Er hat auch gesagt, folge mir nach. Geh den gleichen Weg wie ich. Und da muss so manches Belangloses in unserem Leben verschwinden. Aber er sagt, ich gehe den Weg, den du nicht gehen konntest. Und du bist geliebt, ganz egal wie der Tag läuft. Auf diesen Jesus gilt es zu schauen und von ihm mitgerissen zu werden. Darum heißt es in Hebräer 12, sicherlich Verse, die ihr hier kennt, Hebräer 12, die ersten drei Verse. Wir sind jetzt also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben, auch hier in diesen Reihen sicherlich. Deshalb wollen wir auch den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde und auch manche andere Dinge. Manch eine Bildschirmzeit in unserem Leben ist so eine Sache, die uns hindert, in der Gegenwart Gottes zu leben, ganz ehrlich. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Wie hat er das gemacht? Immer wieder neu Wege gefunden, sich rausgezogen, um in der Gegenwart Gottes zu leben. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindungen anderer Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Wir stehen heute hier, weil Jesus ein gerannt ist, wirklich gerannt ist. Und was bringt uns dazu, stehen zu bleiben, ganz gemütlich spazieren zu gehen? Wenn Frauen und Männer uns manche vorausgegangen sind, die von der Liebe so gepackt worden sind. Und ich wünsche mir, dass manche Blockade in unserem Leben daran weichen muss. Ich ende mit folgender Sache. Gott sagte zu Jeremia und er sagt heute zu dir und zu mir. Das Leben ist schwer. Ich habe dir nie was anderes versprochen. Ich frage dich, wirst du das Handtuch werfen, wenn ich dir nicht alles gebe, was du möchtest? Wirst du das Handtuch werfen, wenn du nicht kriegst, was du dir wünschst? Wirst du dich beleidigt in deine Ecke irgendwann setzen und dich weigern zu beten oder andere Menschen zu lieben, wenn du auf die Dinge verzichten musst, die du so gerne hättest? Was wirst du machen? Ich habe dich gerufen dazu, das Beste zu geben. Dazu habe ich dich freigemacht, dazu liebe ich dich, dass du das Beste geben kannst, dass du mutig und aufopferungsvoll leben kannst, dass du frei sein sollst. Dein Leben soll exzellent sein. Und ich meine das nicht in beruflicher Hinsicht, da auch, gerne. Aber in deinem Wesen exzellent sein. Geh nicht den einfachen Weg, wenn du jetzt bei den bisherigen Schwierigkeiten schon aufgeben willst. Wie willst du das Leben leben, zu dem ich dich eigentlich berufen möchte? Wie willst du wirklich umgehen mit deinem Leben? Willst du spazieren gehen oder mit den Pferden rennen? Für mich gibt es heute hier keine Option. Ich hoffe für dich auch nicht.